zwei und der Zufall. Ich bin ein bisschen krank und ja, und mich hast du noch angesteckt. Aber die zwei und der Zufall findet natürlich trotzdem statt. Wir haben heute ein Thema und das Thema lautet Sandwich-Haken. Auf Portugiesisch Porto de Hierro und auf Englisch natürlich Sandwich Harbor. Und in diesem Sandwich Hafen ist nicht etwa so, dass man kennt ja die Sandwich-Inseln, wo jedes Kind meint, ja super, die sind so benannt, weil da gibt es ja immer Essen, die eingeborenen Sandwiches. Aber in echt sind ja die Sandwich-Inseln natürlich nach dem Lord Sandwich oder so benannt, ja. Aber dieser Sandwich-Hafen, der hat anscheinend eine ganz besondere Etymologie. Auf Afrikaans bedeutet, heißt er nämlich auch, das sollte man dazu sagen, das ist ja, das ist in Namibia, Deutsch-Südwestafrika. So willst du das aber jetzt nicht mehr nennen, dieses Gebiet, mein lieber Freund, oder? Deutsch-Südwestafrika ist ja sehr imperialistisch. Naja, ich will ja nur die Geschichte herausstellen. Also Afrikaans heißt der Sandfischhafen und Sandfisch bedeutet Sandfisch, Sandfisch. Ja, also ist der anscheinend wirklich nach Sandfischen benannt. Ja, weil die Eingeborenen da Sandfische essen, oder? Vermute ich mal, ich weiß nicht, ob es Sandfische gibt. Und das würde ja dann a posteriori die kindliche Meinung, dass die Sandwich-Inseln nach den Sandwich-essenden Eingeborenen benannt sind, recht einigermaßen nicht wirklich logisch rechtfertigen, aber doch probabler machen. Ja, vielleicht sind ja aber diese Sandwiches, vielleicht ist der Sandwich-Hafen auch nach dem Lord Sandwich benannt. Ja, warum dann aber Sandfisch? Warum dann Sandfischhafen auch? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten uns darüber gar nicht so viel Gedanken machen, denn ist ja lustig, denn es wird nämlich über kurz oder lang zu einer Lagune verwachsen. Und deswegen ist die Bezeichnung Bucht bald hinfällig, weil es nämlich total versandet. Also, Sandfischhafen. Viel Spaß beim Versanden.